So, heute geht's weiter mit einem neuen WoT-Replay. Und zwar ist es ein sehr spezielles. Und zwar habe ich mit dieser Mission, mit diesem Game heute, oder mit diesem Game hier, die LT15 geschafft, was ich noch gebraucht habe für einen T55A. Und damit habe ich jetzt eben nicht nur die Missionen fertig gemacht, ich habe jetzt eben auch den T55A damit. Und ich war am Ende so über. Ich war generell so aufgeregt. Nachdem ich irgendwie so 6000 Schaden so gehabt habe, habe ich gedacht so, oh mein Gott, so komplett die Fassung verloren und so. Und ja, okay, nicht gerade schlau, aber gut. Ich habe versucht zu spotten, betone es mal, versucht zu spotten, was auch ziemlich gut funktioniert hat, weil dieser Busch funktioniert manchmal ganz gut, teilweise überhaupt nicht. Wenn irgendein anderer Scout kommt, wie der EBR zum Beispiel, kann ich aufmachen teilweise. Das wird auch mal reworked in der letzten Version, im letzten Update oder so, bin mir nicht ganz sicher. Der Busch ist jetzt ein bisschen weiter vorn. Und ja, man sieht auf alle Fälle, ich spotte hier so gefühlt die halbe Map irgendwie. Und ja, hier die ersten 700 Schaden. Ich habe mir so gedacht, ja, okay, diese Runde wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich meine, die Arti steht zwar gut, aber jetzt auch nicht so geil. Da ist irgendein Heavy da in der Mitte, der Hull Down steht, den man nicht rauskriegt. Alter, was ist so laut? Mein PC klingt wie ein. Keine Ahnung, mit Düsenchat oder so. Ja, ich habe mir so gedacht, okay, das wird das nicht so gut funktionieren. Ich meine, das ist ein Scout, den werde ich bestimmt gleich aufmachen. Dann werde ich mit 0 Schaden und 700 Spotting rausgehen oder so aus dem Game. Ja, gut. Hier muss ich dann die Entscheidung treffen: fahre ich jetzt nach vorne oder bleibe ich da hinten stehen? Weil ich meine, klar, wenn ich jetzt vorfahre, spotte ich um einiges mehr. Andererseits bin ich halt dann auch ziemlich am Arsch, wenn hier irgendwas kommt. Und genau, damit habe ich dann erstmal den Char Future 4 aufgemacht. Und. Mein PC eskaliert gerade komplett. Was ist denn los, Mann? Ich hoffe, du überhitzt es nicht irgendwie oder so. Irgendwas ist hier. Alter, irgendwas ist hier mega laut. Ich meine, okay, das Ding läuft jetzt auf absolut 100% Auslastung von allem her, aber. WTF? Das ist kein Grund, hier direkt gleich in die Knie zu gehen oder so. Ja, hier habe ich dann gesehen, okay, hier kommt nichts mehr. Gut, das ging auf, nochmal 67 Schaden. Spotting meine ich. Und auch der Char Future 4, der stand so lange in dieser Mitte drin und hat einfach keine drauf geschossen. Ich habe mir generell gedacht, ich meine, hier in der Mitte können fast alle da reinschießen. Da hinten stehen TDs, da steht alles Mögliche. Ich meine, ich habe so viel aufgemacht und es schießt halt einfach keiner drauf. Und ich habe mir so gedacht, okay, komm. Das wird auch diese Runde nichts werden. Ich hatte hier zwar eine gute Map und auch zum Spotten alles easy, aber ich meine, der Heavy darf jetzt hinten reinfahren, keiner schießt drauf, jeder erlaubt das dem, da ist ein Udas, schießt keiner drauf, 703 schießt nicht mehr mit einem TAE drauf, die Art interessiert sich auch nicht dafür. Und ich habe 2K Spotting, ich meine, es sind 3 Minuten um, 2,2K Spotting, ja. Ich habe schon geschrieben, you have all the spot you need, guys, use it. Ja, ich meine, schaut auf die Map. Also, ihr jetzt und natürlich auch die anderen Leute, dann schaut auf die Map. Ich brauche 7K Spotting slash Damage, also beides kombiniert, um jetzt halt hier das zu kriegen, was ich brauche. Nämlich die LT15. Und es sah halt zu diesem Zeitpunkt nicht gut aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich euch jetzt, wenn ich jetzt irgendeine Umfrage machen würde, so nach dem Motto, wie viele Leute glauben, dass ich das hier noch schaffe, wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja, das schaffst du nicht, weil ich meine, so viel kommt ja momentan nicht rum. Ja, hier dann ein Hoffnungsschimmer, 1000 Spotting. Da haben wir schon gedacht, okay, im 3000 oder über 3000 reicht. Es ist drin, es ist machbar. Eventuell, wenn wir Glück haben, nach dem Motto, wisst ihr, es könnte funktionieren. Who knows? Ich habe übrigens nicht gewusst. Okay, GPU und CPU ist so über 70 Grad, aber ist eigentlich ziemlich in Ordnung noch. Okay, naja, gut. Ich hoffe, man hört gerade nicht den Düsenchat starten, ansonsten sorry dafür. Und auch als der Char Future 4 aufging, hat auch mal jemand draufgeschossen. Schön, 1000 Spotting nochmal drin. 4,4K Spotting zum Zeitpunkt und ich habe gedacht, okay, steht erst 2-3. Egal, wie das hier läuft, ich muss den entweder jetzt das an Spotting kriegen oder ich mache selbst einen Schaden. Hier ging ich auf, habe mir gedacht, oh fuck my life. Andererseits, was hier schießt, geht eigentlich direkt auf. Hier war ich erstmal sicher, dann habe ich gedacht, so, ja, gut, okay. Müsste dann so gleich zu sein, fahre ich schon ein bisschen weiter. Und habe erstmal einen Keller kassiert von der 703, welches natürlich nicht aufging. Und ich weiß persönlich auch nicht, was mich da von denen aufgemacht hat. Ich meine, hier ist kein Scout mehr, die haben keinen. Doch, die haben noch einen Scout. Der. Ah, der könnte wahrscheinlich auf C7 mal so stehen.
Ob ich ging ich wieder auf? Ich weiß nicht, was mir aufmacht. Hatte ich mein. Das Spotting-System momentan. Oder die, der Zustand vom Spotting-System an der aktuellen Version und boah, ich bin nicht so. Ich weiß nicht. Es, irgendwie, es fühlt sich komisch an momentan, irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Spotting-System ist. Ich weiß nicht, ob es verbuggt ist, ob es broken ist oder so. Ich meine, ich gehe teilweise super strange auf. Hier geht eine Art hier auf, denke ich, okay, der geschossen und so, aber über wie viele Meter waren das hier? 420, knapp 34 Meter müssen das sein, wenn ich nach den Kreisen gehe. Sollte normalerweise jetzt nicht direkt aufgehen, aber okay, stand auch noch ein Busch davor, keine Ahnung. Aber ansonsten, ich mache teilweise Leute auf, wo ich mir so denke, so, what the fuck, wie zur Hölle habe ich den Typen aufgemacht? Wo ich einfach so denke, so, das geht normalerweise eigentlich nicht. Also, so, hä? Gut, hier, leichter Herzinfarkt, 5,1k Schaden. Ich habe mir gedacht, so, Alter, nee, Autoloader. Ich bin zweimal getrackt worden, ich habe meinen Emmerich raus. Ich dachte mir, für mich ist das Ganze was gelaufen. Normal dachte ich mir halt so. Aber gut. 5,2k, man sieht es oben in der Mitte. Soweit so gut. Bisher habe ich nicht zu viel HP verloren. Ich bin noch Half-Life etwa, knapp Half-Life. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann es entweder campen und einfach warten, dass irgendwie anders für mich den Schaden macht. Oder ich fahre jetzt drauf und mache jetzt den Schaden selbst. Nur das Ding ist, ich kann hier halt auf 20 verschiedene Wege gehen, sterben. Und halt, ja. Der EBR müsste hier noch irgendwo sein und ich habe mir gedacht, ich muss eigentlich spotten, weil alles andere wird mir hier nicht so viel bringen. Hier mal kurz peeken, schauen, ob was aufgeht oder ob ich aufgehe. Ich ging nicht auf, es ging auch nichts anderes auf. Hier habe ich noch einen Scorpion aufgemacht, was natürlich super ist, ein super Ziel, weich und alles. Und die Arti hat vorher gerade geschossen, also vor einiger Zeit, die müsste jetzt etwa reloaded sein, habe ich mir gedacht. Das heißt, die wird den bestimmt gleich rausnehmen, solange gespottet wird zumindest. 5,8k, es fehlen momentan noch 1200 Schaden. Und ab dem Moment habe ich halt echt meine Nerven verloren, weil ich meine, das ist halt so dieses Ding, wie ich mir so gedacht habe, Alter, du musst was machen, du musst reagieren, du musst was wagen. Was auch immer du machst, mach's einfach. 6,5k Schaden, ich habe es letztens schon mal geschafft, mit 6,3k Schaden rauszugehen. Nachdem ich geblindshottet wurde von einem Jagdpanzer E-100 mit 46% Windrate. Nee, FV-183 war es. Von einem FV-183 geblindshottet, der wahrscheinlich nicht mal eine Ahnung hatte, was er da macht. Er hat mich einfach mit super random Busch gekillt damit. So, hier haben wir gedacht, Alter, 6,7k, ich muss jetzt irgendwas machen, egal was ich mache. Und ich hab's. Ich habe mir gedacht, ich kann jetzt campen, warten, scheißegal. Und dann habe ich mir dann gedacht, okay, Alter, wenn ich das noch überlebt, dann hätte ich das perfekt halt abgeschlossen und so. Und ich habe es noch überlebt und wir haben es gewonnen und ich bin hier einfach komplett ausgerastet, weil ich mir gedacht habe, so, Alter, ich habe es geschafft. Da ist das Ding. Da ist das Ding einfach. 7000 Spotting. Wir haben sogar am Ende, ich meine, können Sie mal zusammenzählen, wir haben 8000 Spotting gemacht. Also 8000 Spotting und Schaden. Zumindest waren es am Ende 8000, weil wir irgendwie noch was blind getroffen haben oder so, glaube ich. Oder weiß nicht genau, was da genau war. Ja. Im Endeffekt 9 Leute gespottet, 6700 Spotting, 900 Schaden selbst gemacht. Beziehungsweise eins von beiden war ein bisschen mehr. 3 Kills. Eine wirklich absolut geile Runde. Und das war halt einfach. Das ist einfach ein Traum. Sowas wünscht man sich. Und das war die LT15 nach ungefähr 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen oder sogar noch länger, bin mir nicht mehr genau sicher. Und nach 200, 300 Bot-Gefechten, wo ich einfach nur versucht habe, dieses Zeug zu spotten und diese Mission zu machen, ich habe 0,3% Winrate verloren und ich habe ungefähr 30 oder 40 overall WN8 verloren. Ich war mit 1690 oder 95 und bin so auf 1660 oder 70 oder so runter. Also wirklich ganz, ganz schlimm das Ganze. Und ja. Auf alle Fälle, war schön für mich. Ich habe ein T55R, kommt auch bald ein Video zu. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.